Peace und herzlichst willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vovas Testlabor. Der Star der Show dieser Folge soll Potrot sein. Ein sehr interessantes Pokémon, das für seine defensiven Werte bekannt ist und auch gefürchtet wird. Wir wollen heute gucken, wie gut wir diese defensiven Werte in der Offensive ausnutzen können. Es heißt ja nicht umsonst, Offensive ist die beste Defensive. Das Ganze soll mit diesem Team hier passieren. Lusadin, Irokex, Puffiness, Hutsasar, Kommandutan und natürlich der Star der Show, Potrot. Wie das Ganze funktionieren soll und ob es gut ist, werden wir gleich sehen. Zuvor möchte ich kurz sagen, dass ich Potrot und Puffiness verlosen werde. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz simpel. Und zwar habe ich auf meinem Discord, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu, einen Channel namens Gewinnspiel. Und dort könnt ihr quasi dieses Video finden und eine Frage. Diese Frage müsst ihr nur richtig beantworten und dann nehmt ihr schon am Gewinnspiel teil. Alle Infos findet ihr auch in diesem Discord-Channel. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr auch mal diese wunderschöne Taktik mit Potrot ausprobieren. Wobei, ist sie wunderschön? Also ich finde sie super witzig. Ich habe sie einmal ausprobiert und ich musste sagen, ich musste schon ziemlich viel lachen. Ob sie jetzt auch on screen klappt, weiß ich nicht. Genau das finden wir jetzt heraus. So, willkommen in Runde 1. Wir müssen gegen Kangama, Fuegro, Kapuriki, Grandiras, Relaxo und Morbites ran. Also ein verdammt starkes Team. Morbites deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass er oder sie vielleicht auch Bizarro-Raum dabei hat. By the way, das ist ein bewerteter Doppelkampf. Und mein Gegner hat 1702 Punkte in dieser Season, was schon ziemlich, ziemlich viel ist. Aber nichts ist unmöglich. Ich überlege gerade, wie machen wir das? Wir werden Potrot und Puffiness am Anfang packen. Das ist jetzt wirklich der Härtetest. Das gegnerische Team ist super, super stark. Auch mehr oder weniger so ein standardmäßiges Doppelkampfteam. Und mal gucken, was wir da so machen können. Ich habe so ein bisschen Angst vor Kangama und Fuegro. Das Problem bei diesen beiden Pokémon ist, die beiden können Mogelhieb. Das könnte Potrot so ein bisschen außer Bahn werfen. Aber wobei, ich habe ja Puffiness dabei, ne? Ich habe ja Puffiness. Ah, wobei, na, ob das so viel bringen wird, ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Ich werde noch Kommandutan und Irokex mitnehmen. Ihr seht richtig, ich habe noch Lusadin dabei. Und Lusadin, für alle, die Lusadin mal in Action sehen wollen, da habe ich etwas ganz Bestimmtes für euch. Und zwar habe ich ja gesagt, ich habe schon einen Kampf mit diesem Team gemacht und da hat Lusadin mal gezeigt, was es so drauf hat. Und das war ein ziemlich, ziemlich interessanter Kampf. Ich habe ihn gespeichert und den werdet ihr am Ende dieses Videos sehen, unkommentiert, einfach nur so ablaufen. Und da könnt ihr mal sehen, wie dieses Team auch funktionieren kann, wenn nicht unbedingt Potrot der Star der Show ist. Aber jetzt soll Potrot der Star der Show sein. Und mal gucken. Grandiras und Kapuriki, das ist natürlich jetzt schon richtig, richtig böse. Aber nicht unmöglich. Wir haben Puffiness draußen. Puffiness kann Mondgewalt. Eine Attacke, die vierfach effektiv gegen Grandiras ist. Sollen wir das direkt spielen? Weil dieses Grandiras könnte super gefährlich werden, auf dem ersten Blick. Weil normalerweise wäre jetzt der Play, man geht auf Bizarro-Raum und in der gleichen Runde mit Potrot auf Krafttrick. Und dann sweept man einfach mit Potrot alles weg, was so geht. Ihr habt gerade die Statuswerte von Potrot gesehen. Man tauscht quasi die Verteidigung mit dem Angriff und die Verteidigung liegt bei 230 im Basiswert. Wenn man das mit dem Angriff tauscht und dann physische Attacken dabei hat, das kann richtig scheppern. Das soll die Grundidee sein. Das wollen wir heute testen. Aber dieses Grandiras sieht so verlockend aus. Eine Mondgewalt und dieses Grandiras sollte Geschichte sein. Deswegen werde ich das auch tun. Im Notfall haben wir Kommandutan dabei, der auch den Bizarro-Raum rausrufen kann. Da sieht man es. 1702 Punkte hat der Typ. Das ist absurd viel. Wir gehen auf Schutzschild. Wir haben den Erdbeben dabei. Ne, wir gehen auf Krafttrick. Was soll uns großartig passieren? Potrot hat Robustheit als Fähigkeit, heißt also, er wird auf jeden Fall eine Attacke überleben. Grandiras geht auf Delegator. Er predicted die Mondgewalt von Puffiness. Heißt also, es wäre eigentlich besser gewesen, wäre ich auf Bizarro-Raum gegangen. Aber das ist halb so wild. Grandiras ist schließlich nicht hinter dem... Moment, mein Potrot ist schneller als... Kapuriki, was passiert hier? Brüller! Okay, Puffiness wird rausgebrüllt. Puh! Das ist gut. Das ist gut.
Wir können jetzt auf Bizarro-Raum gehen, das werden wir tun. Oder, wir gehen auf Erdbeben jetzt. Oder auf Schutzschild. Na, wir gehen auf Schutzschild, damit ich den Bizarro-Raum sicher durchbekomme und in der nächsten Runde sicher schneller bin. Das ist jetzt richtig schwer hier. Aber das ist cool, wir haben so einen richtig starken Gegner. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So. Jetzt ist die Frage, was macht er? Wird er wieder auf Brüller gehen? Finde ich sehr cool, dass er auf Caporicky Brüller spielt. Ich habe mich schon gewundert, wieso ist Caporicky langsamer als Potrot, aber Brüller erklärt es auf jeden Fall, hat ja eine negative Priorität. So, Potrot geht auf Schutzschild. Ich finde Potrot den Namen irgendwie so komisch. Der klingt wie der Besen von, keine Ahnung, Harry Potter oder so. Das ist ein richtig komischer Name. Ich finde den englischen Namen von Potrot cooler. Da heißt er Schackel. Schackel reimt sich nämlich auf Dackel und das ist cool. In Shiny sieht er auch ganz cool aus in Blau. So, jetzt kommt Fuegro raus. Das ist schon mal absolut schlecht. Weil er den Bedroher rausholt, damit mein Angriff senkt. Okay. Okay, okay. Und jetzt kommt natürlich die Z-Attacke, die Gradiras ausmacht. Heißt also, er bekommt jetzt einen Boost auf jeden Statuswert. Wie gut finde ich das? Weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Wir haben immer ein paar Finesse noch im Hintergrund. Vierfach effektive Attacke gegen Grandiras, aber wenn Grandiras jetzt plus 1 auf jeden Statuswert bekommt, ist das nicht schön. Kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach mal Grandiras mitnehmen und mit seinem Z-Kristall einfach seine Z-Attacke einsetzen. Sieht gewöhnungsbedürftig aus, macht super viel Schaden und wie gesagt, er bekommt jetzt plus 1 auf jeden seiner Statuswerte. Das ist halt so schlimm. So. Bizarro-Raum kommt durch. Jetzt ist die Frage, was wird er tun? Also er wird vermutlich Mogelieb einsetzen, aber welchen von den beiden Pokémon? Das weiß ich nicht. Ich werde einfach mal auf Psychokinese gegen Grandiras gehen und ein wunderschönes Erdbeben einsetzen. Ich weiß, ich werde meinen Kommandotan dann selber treffen, aber ich hätte lieber gerne Parfines gerade draußen. Deswegen opfere ich mehr oder weniger gerade Kommandotan. Es hat so wenig KP, es wird nichts mehr reißen können, leider. Mogelieb kommt durch, vermutlich, ja, gegen Potrot. Das macht super viel Schaden, weil es auch ein Volltreffer war und logischerweise kann dann Potrot nichts mehr machen. Jetzt kommt Psychokinese gegen Grandiras, aber es reicht nicht aus und Schuppenrasseln trifft jetzt beide Pokémon und damit hat sich's auch für Potrot ausbezahlt. Nicht! What? Als ob! Okay, ich habe gelogen, alles klar. Wir sind noch im Game. So, wie machen wir das? Wir könnten jetzt Parfines wieder rausholen oder wir holen Irokex rein. Ich glaube, Irokex ist der Play. Wir haben ja gerade den Bizarro-Raum-Team draußen. Bizarro-Raum draußen. Wenn ich jetzt Irokex reinhole, habe ich einen Mogelhieb, den ich gegen Fuegro spielen kann. Ich finde Irokex, by the way, ein richtig cooles Pokémon. Einfach nur, weil es die ganze Zeit seine Hose so hält. Ich weiß nicht, ich finde das einfach... Es macht einfach gute Laune, wenn man da drauf guckt. So, wir gehen jetzt auf Mogelhieb gegen Fuegro, damit der keine Blödheiten anstellt und werden Erdbeben einsetzen. Ich muss Erdbeben einsetzen. Ich weiß, ich werde wieder mein Irokex treffen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil, den das Team noch hat. Da muss man vielleicht ein bisschen gucken, ob man da nicht andere Pokémon findet. Ich wollte unbedingt Irokex, Lusardin und Co. spielen, deswegen habe ich sie dabei. Gegen Fuegro wird das wahrscheinlich nicht reichen, aber wir gucken mal, wir gucken mal. Was das wunderschöne Schackel noch so anstellen kann. Und es ist ja ein offensives Schackel und es hat noch nicht einmal angegriffen. Jetzt muss es zeigen, was es hat. Es hat einen Bedroher abbekommen, heißt also, es hat nicht mehr so viel Angriff, wie es üblicherweise hat, muss man fairerweise dazu sagen. Aber es ist ja auch ein Härtetest. Zwei Pokémon, beziehungsweise er hatte nur ein Pokémon dabei, das Bedroher hat, ne? Da bin ich jetzt gespannt, was er überhaupt tut. Vielleicht wechselt er zu Caporicky raus. Fuegro kommt auf jeden Fall raus. Und Relaxo kommt rein. Das ist... ja, also er hat das richtig gemacht. Er hat den Mogelhieb predicted und damit quasi Fuegro gerettet für später, damit er nochmal einen Bedroher durchbekommt. Und Grandiras wird auch nicht besiegt. Grandiras geht nochmal auf den Schuppenrasseln, okay. Potrot konnte sich leider nicht zeigen hier in diesem Kampf. Aber nichtsdestotrotz ist das noch ein heißer Kampf hier, ein spannender Kampf. Wir haben die Nachteile von Potrot gesehen. Also, er ist leider, wie soll man sagen, sehr, sehr gebunden an Bizarro-Raum.
Das ist ein kleines Problem. Und wenn der Gegner dann so gut ist wie meiner hier gerade, dann kann er das richtig gut outplayen. Also mein Gegner macht das gerade richtig, richtig gut. Wir gehen mit Fußkick auf Relaxo und mit Parfinesse gehen wir auf Mondgewalt. Wir könnten auch Heilwoge einsetzen. Aber dann bleibt dieses Grandiras noch am Leben. Warte, was hat das Grandiras gerade abbekommen? Was macht nochmal Schuppenrasseln? Minus Verteidigung, ne? Wie lange haben wir noch Bizarro-Raum draußen? 2 Runden. Ja, komm, wir gehen auf Mondgewalt. Dann hat er gleich Caporicchio und Fuegro draußen. Das ist auch nicht so hübsch. Aber nichts ist unmöglich. Wir gucken weiter. Wir gucken gleich weiter. So, Grandiras ist Geschichte. Und ich habe ja Ableithieb eingesetzt. Problem ist, es Relaxo langsamer oder schneller? Es ist schneller im Bizarro-Raum. Und Irokex überlebt das nicht. Oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Mein Gegner hat das einfach gut gespielt. Brille auf Caporicchi, super interessant. Leider konnte sich Potrot nicht zeigen. Ich finde das so ärgerlich. Potrot hätte mit Erdbeben, ja, Fuegro gut getroffen und auch Caporicchi super effektiv treffen können. Aber mein Gegner hat das gesehen, hat gesehen, ich habe einen extrem hohen Angriff und hat damit gearbeitet, und zwar mit Bedroher. Er hat direkt den Bedroher rausgeholt und damit Potrots Angriff geschwächt. Das hat er gut gemacht. Dafür ist ja das Testlabor da. Das finde ich gut. Jetzt kann ich einfach nur noch Mondgewalt einsetzen. Das wird nicht viel bringen. Parfinesse ist ein Support-Pokémon. Soll eigentlich nicht so viel Schaden machen. Ist egal. Hätte ich jetzt Schutzschild eingesetzt, hätte ich das alles nur hinausgezögert. Hier kommt nochmal ein Bauchtrommel-Relaxo. Was auch interessant ist, das habe ich auch schon mal gespielt. Ganz früher. Bei Relaxo ist das ziemlich interessant. Man muss nur darauf achten, dass man, wenn man EVs verteilt, eine gerade Anzahl an KP hat. Weil dann die Völlerei von Relaxo greift und man mit Gauvebeere heißt sie, glaube ich, wie man gerade bei Relaxo gesehen hat, direkt wieder diese aktivieren kann und hochgeheilt wird. Das ist das Coole bei Relaxo und Bauchtrommel. Ist aber eine Taktik, die man, denke ich, häufig schon gesehen hat. Also die gab es schon mal auf meinem Kanal vor einem Jahr oder so. Und ja, jetzt kommt nochmal Kehrtwende. Wahrscheinlich wird Relaxo gleich Rückkehr oder so einsetzen und dann ist der Kampf leider verloren. Leider, leider, leider... haben wir verloren. Aber ich bin nicht mad. Dafür ist ja das Testlabor da und ich habe gemerkt, okay, wenn der Gegner gut ist und ich sag mal mit Kehrtwende, Voltwechsel und Bedroher spielen kann, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Aber wir haben auch gesehen, dass Potrot einiges standhalten kann aus irgendwelchen Gründen, wenn es den Krafttrick eingesetzt hat. Heißt also, wir haben hier eine Menge lernen können, nochmal einen Volltreffer abbekommen, so muss das. Und leider, leider verloren. Aber ich bin nicht mad. Das gegnerische Team war auch super, super stark. Also man muss dazu sagen, er hatte wirklich super, super gute Pokémon dabei. Und ich hatte hier und da vielleicht das ein oder andere Pokémon, das man nicht allzu häufig sieht. Aber das ist ja auch Absicht. Das ist ja auch Absicht. Luosadin, wie gesagt, werdet ihr am Ende noch sehen, wie stark es sein kann. Und wir werden noch eine zweite Runde machen, wo ich hoffentlich Potrot noch ein bisschen mehr zur Show stellen kann. Und zeigen kann, das ist doch gar nicht mal so schlecht sein kann. So, willkommen in Runde 2. Wir müssen gegen Lavados, Rabigator, Gengar, Kapilz, Milotic und Kapufala ran. Ein sehr, sehr starkes Team wieder. Aber hier und da ein ungewöhnliches Pokémon. Lavados sieht man nicht allzu häufig, Kapilz auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich Kapilz deutlich häufiger sehe, seitdem ich dieses Thementeam mit Mario gemacht habe. Und Rabigator ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Werden wir vermutlich bald auch hier in diesem Format sehen. Aber ein Pokémon, das man nicht allzu häufig sieht und wovon ich ziemlich viel halte. Damals in Zuschauerkämpfen habe ich es auch das ein oder andere Mal benutzt und es konnte zeigen, wie stark es ist. Wir werden wieder Potrot und Parfinesse am Anfang packen. Synergie ist auf jeden Fall da. Wir könnten Irokex mitnehmen. Ich werde aber erstmal Hutsasa mitnehmen. Ja, komm, Kommandutan auch, damit wir sicher noch einen Bizarro-Raum durchbekommen können mit Kommandutan. Ja, komm. Let's go! Hutsasa und Kapilz sind ziemlich interessant. Beide haben Pilzspore als Attacke und das ist ja die einzige Attacke, die eine 100%ige Genauigkeit hat und den Gegner einschläfern lässt, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir müssen gegen Maestro Lindo ran. Interessanter Name. So, Gengar und Kapilz kommen raus. Heißt also, er hat Lust, jemanden einzuschläfern. Ist okay, mein Potrot trägt eine Prunusbeere. Heißt also, wenn der irgendwie aus irgendwelchen Gründen eingeschläfert werden soll, wacht er direkt wieder auf. Gengar könnte ein größeres Problem sein. Da muss ich ein bisschen gucken. Aber wir werden das gleiche machen wie in der
letzten Runde, so rum. Wir werden auf Krafttrick gehen und Spizarro-Raum einsetzen. Damit sollten wir safe sein. Mal gucken, was der Gegner so tut. Gengar kommt... Ja, natürlich Mega-Gengar. Eins der stärksten Mega-Pokémon im Spiel. Aber mal gucken. Heißt ja nicht direkt, dass wir hier... Direkt... Oh, Verhöhner kommt durch. Aber Dufthülle von Puffiness wird aktiviert. Mein Gegner kennt wohl Puffiness nicht. Und Pilzspore kommt durch. Heißt also, die Brunusbeere von Potrot wird aktiviert. Und ich habe eine freie Runde bekommen, weil mein Gegner leider nicht mit der Brunusbeere gerechnet hat. Also leider aus seiner Seite. Und nicht wusste, dass Puffiness Dufthülle als Fähigkeit hat. Genau deswegen habe ich Dufthülle dabei, damit genau sowas nicht passiert. Damit ich ganz sicher den Bizarro-Raum durchbekomme. Damit ich ganz sicher den Krafttrick durchbekomme. Und ich finde, Puffiness ist im Doppelkampf eins der besten Support-Pokémon. Luft holen. So, jetzt kann es weitergehen. Jetzt kann es beginnen. Wir können Erdbeben einsetzen. Das trifft Gengar super, super stark. Puffiness, wie gesagt, trifft es auch. Das ist immer so ein bisschen schade. Aber wir können auf Mondgewalt gegen Kapilz gehen und damit sollten wir eigentlich Gengar und Kapilz super viel Schaden machen. Gengar geht auf Schutzschild. Er weiß, dass wohl ein Erdbeben, ein Steinhagel oder sonst was kommt. Ist ein bisschen ärgerlich. Ich finde es immer cool, wie Potrot seine Attacke einsetzt. Er schüttelt dann immer so seinen Kopf. Das sieht sehr, sehr witzig aus. So, jetzt kommt noch die Mondgewalt von Puffiness. Das sollte Kapilz besiegen. Würde mich wundern, wenn es nicht so ist. Sehr gut. Kapilz ist Geschichte. Jetzt heißt es wirklich nur noch Potrot supporten, so gut wie es geht. Weil Kapilz ist von der Seite und Lavados wird nichts gegen mein Potrot haben. Außer Irrlicht vielleicht. Aber dann könnte ich Steinhagel einsetzen. Dann muss aber Steinhagel treffen. Wenn Steinhagel gegen Lavados nicht trifft, könnte ich ein Problem bekommen. Ja, ich gehe auf Mondgewalt. Was soll ich sonst machen? Ich kann Bizarro-Raum nicht einsetzen. Ist ja schon eingesetzt. Schutzschild bringt mir... Wobei... Na, Schutzschild bringt mir nichts und Heilwoge brauche ich auch im Moment nicht. Ich gehe auf Mondgewalt. Ein bisschen Chip-Damage gegen Gengar kann ich schaden. Gengar ist halt ein verdammt starkes Pokémon. Und der Kampf wurde aufgegeben. Wow. Das ist ein bisschen sad. Da hat man mal gesehen, wie gut Potrot und Puffiness funktionieren können, wenn alles klappt. Aber mein Gegner hat sich gedacht, nee, dem will ich mich nicht stellen und hat dann aufgegeben. Das ist sehr, sehr schade. Ich konnte Potrot noch nicht so ganz zeigen. Deswegen werden wir noch eine dritte Runde dranhängen. So, wir kommen in der Bonusrunde. Wir müssen gegen Voltolos, Fuegro, Durengard, Ramoch, Mimigma und Morbites ran. Auch so ein Team, das theoretisch Bizarro-Raum-Team einsetzen könnte. Fuegro, Durengard und Mimigma sind nicht schlecht im Bizarro-Raum und natürlich auch Morbites, das vermutlich den Bizarro-Raum rausholen kann. Ich glaube, Mimigma kann auch Bizarro-Raum erlernen, heißt also, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn die Pokémon draußen sind. Wir werden wieder auf Puffiness Potrot gehen und gucken, was die so anstellen können. Theoretisch könnte ich auch Kommandutan und Potrot mitnehmen. Aber ich finde halt, man hat es gerade gesehen, die Fähigkeit von Puffiness Dufthülle ist so gut. Das lohnt sich einfach. Wen nehmen wir noch mit? Ich überlege gerade. Wir könnten Hutsasa mitnehmen, aber Ramold und Fuegro haben vielleicht etwas dagegen. Dann müssen wir Lusadin und Hutsasa mitnehmen. Wir müssen auf Kommandutan verzichten. Ist das so gut? Ich weiß es nicht, aber das ist eine Bonusrunde und ich habe ja mehr oder weniger schon gezeigt, in welche Richtung das geht. Ja, also der Kampf gerade, der aufgegeben wurde, der hat schon ziemlich gut gezeigt, was gleich passiert wäre. Erdbeben, Steinhagel und alles wäre durchrasiert. Weil eben der Basis-Verteidigungswert von Potrot bei 230 liegt. Und wenn man den mit dem Angriff tauscht, dann macht es aber ganz schnell Rambazamba hier. Sowohl Tolos und Morbites kommen raus. Morbites, wie gesagt, Bizarro-Raum-User, müssen wir ein bisschen aufpassen. Passt aber nicht ganz ins Konzept mit Voltolos rein. Das in der Tiergeistform ist, by the way. Und Shiny. Shiny sieht es ganz schön komisch aus. So, wir gehen wieder auf Krafttrick. Die alte Leier, ihr kennt es, ihr liebt es. Hoffentlich genauso sehr wie ich. Ich finde Potrot einfach cool. Also, ich weiß nicht, wenn ich das Pokémon sehe. Alleine wenn es angreift. Schaut euch mal gleich die Animation an. Ich weiß nicht, ob er die auch bei Krafttrick macht. Aber er shakt dann immer so seinen Kopf. Das sieht einfach super witzig aus. So, Psychokinese. Psychokinese von Voltolos. Das macht Puffiness nicht allzu viel Schaden. Und Toxin gegen Shuckle. Und wir haben ja die Brunusbeere dabei. Das heißt, das Toxin
wird nicht wirken. Wir haben wieder eine mehr oder weniger freie Runde bekommen. Prunusbeere plus Dufthülle ist auch eine super gute Kombination. Man ist vor Verhöhner, Zugabe und Co. geschützt und Prunusbeere schützt eben vor Paralyse, Schlaf, Verbrennungen, die wir auch im letzten Testlabor-Video gesehen haben. Vor diesem ganzen Zeug eben. So, wir gehen jetzt auf Steinhagel. Das trifft nämlich Voltolos sehr stark. Ist schließlich ein Elektro-Flug-Pokémon. Und wir werden auch auf Mondgewalt gehen. Auch gegen Voltolos. Ich möchte dieses Voltolos vom Feld haben. Weil Morbites werde ich mit einem Steinhagel und einer Mondgewalt ziemlich sicher nicht besiegen. Die Frage ist, wie schnell ist Morbites? Morbites wird sogar zurückgerufen. Gegen Mimikma. Das ist nicht so gut von meinem Gegner. Wenn der Steinhagel trifft, dann hat Mimikma seinen Kostümspuk verloren. Und Steinhagel trifft. Da seht ihr es. Da habt ihr die Animation gesehen. Oh. Und ein Steinhagel reicht aus. Okay. Kostümspuk von Mimikma wird gebrochen. Und jetzt sieht man so ein bisschen, was so 230 Basisangriff machen können. Und zwar ein Voltolos One-Shotten. Jawohl, jetzt kommt nochmal ein Mondgewalt gegen Mimikma. War nicht so geplant, aber das war ein Volltreffer. Und ein Spezialangriffsdrop, der gegen Mimikma halt nicht so schlimm ist, da Mimikma meistens eher physisch angreift. Jetzt bin ich gespannt, was mein Gegner so vorhat. Der Volltreffer hätte nicht sein müssen. Ich denke mal, ein weiterer Steinhagel und dieses Mimikma hätte sehr alt ausgesehen, weil der Kostümspuk eben gebrochen war. Jetzt gehe ich auf Erdbeben, weil es Durengard sehr effektiv trifft. Und werde wieder Mondgewalt einsetzen, und zwar gegen Mimikma. Im Notfall trifft es halt Durengard, ist halb so wild. Das ist halb so wild. Mimikma geht auf Schattenstoß, vermutlich gegen Potrot. Er hat bemerkt, oh oh, Potrot könnte ein Problem sein. Ich gehe auf Erdbeben, damit ist Mimikma auf jeden Fall Geschichte. Ist Durengard aber, nee, leider nicht. Das war Durengard in der Schildform. Oh, der Schwächenschutz wird aktiviert. Das ist interessant. Das ist gut vom Gegner gemacht. Ob das nicht zu spät kommt, ich weiß ja nicht. Jetzt kommt noch Mondgewalt. Das wird ganz sicher nicht reichen. So. Ich denke mal, er wird jetzt... Wieder wird der Spezialangriff gesenkt. Ich denke mal, er wird jetzt auf Potrot gehen. Ich hoffe so insgeheime, dass es... Oh, Lichtkanone. Parfiness ist... Jawohl, er geht auf Parfiness. Das ist sogar besser für mich. Das ist sogar deutlich besser für mich sogar. Oder? Ich überlege gerade. Ich könnte jetzt Hutsasa reinrufen. Warte, was war sein viertes Pokémon? Was hat er gerade rausgerufen? Ah, Morbites war das, ne? Morbites, Psychokinese. Das sollte eigentlich Hutsasa standhalten. Mein Ziel ist es jetzt eigentlich mit Potrots Schutzschild einzusetzen. Oh oh, wie viele Bizarro-Raumrunden habe ich? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Nein! Bizarro-Raum hält noch zwei Runden. Perfekt, perfekt. So, wir gehen auf Schutzschild, damit wir keinen Schaden diese Runde bekommen. Außer er hat eine Z-Attacke dabei. Aber auf Durengard hat er die auf jeden Fall nicht, weil er ja den Schwächenschutz gezeigt hat. Und Morbites mit Z-Attacke wäre auf jeden Fall was Witziges. So, mit... Wir könnten auch sogar auf Claire's... Ah, nee. Durengard ist ja ein Stahl-Pokémon. So, wir gehen auf... Pilzspore und versuchen das Durengard jetzt wunderschön einzuschläfern. Ich bin extra auf Schutzschild gegangen, weil ich nicht weiß, ob Durengard Schattenstoß hat. Und er hat Schattenstoß und genau deswegen bin ich auf Schutzschild gegangen. So, Pilzspore kommt durch, damit schläft jetzt Durengard. Das Pokémon, das die Prioritätenattacke hat. Was will Morbites machen? Morbites geht sogar auf die Psychokinese, die ich predicted habe, aber Hutsasa ist ein verdammt tankiges Pokémon und heilt sich jetzt nochmal mit Giftschleim ein bisschen hoch. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach auf Erdbeben, keine Rücksicht auf Verluste, einfach drauf die Kacke. Und wir, oh, ich hätte auch auf Wutpulver gehen können. Dann hätte ich das früher beenden können, ich bin so ein Dummkopf, nein, ich war so vertieft in meinen eigenen Monolog, dass ich Wutpulver komplett vergessen habe. Wutpulver würde bedeuten, dass Durengard einfach schon mal Hutsasa angegriffen hätte und mein Potrot hätte freie Fahrt gehabt. Oh, das ist ein bisschen blöd von mir gewesen. Bitte lernt aus meinen Fehlern. Ich werde das jetzt einsetzen. Erdbeben wird gegen Durengard hundertprozentig reichen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drum rumreden. Aber Morbites könnte doch ein kleines Problem werden. Durengard schläft tief und fest. Das schlafende Schwert, wer kennt es nicht? So, jetzt kommt Erdbeben. Das wird gegen Hutsasa nicht reichen. Gegen Durengard reicht es. Und gegen Morbites macht es angenehmen Schaden. So.
Ich bin auf Wutpulver dieses Mal gegangen, um Nummer sicher zu gehen, ja? Nicht, dass hier irgendwas angebrannt wird oder sowas. Oh, wieder ein Volltreffer. Ich hätte auf Gigasauger gehen können, hätte auch gut funktionieren können. Aber hätte Fahrradkette. Halb so wild, wir haben ja noch Lusardin. Das Pokémon, das ihr gleich auch nochmal ein bisschen in Action sehen werdet. Problem ist, dieses Lusardin, das habe ich mal vor ein paar Monaten gezüchtet und es hat Kraftreserve. Ich weiß nicht, welche Kraftreserve es hat. Aber sie scheint sehr effektiv gegen Morbitest zu sein, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. So, ich bin mir ziemlich sicher, sie wird gleich auf Potrot gehen. Da, Kraftreserve sehr effektiv gegen Morbitest. Ich gehe aber auf Siedewasser, weil es Stab ist und weil es cool ist. Mal gucken. Morbitest geht auf Psychokinese. Wen wird sie auswählen? Sie wird Potrot besiegen wollen. Ist in Ordnung. Potrot konnte zeigen, was er kann. Das war so ein bisschen die Taktik. Wir haben gesehen, wie die Taktik auf jeden Fall gecountert werden kann. Und Siedewasser reicht nicht ganz. Und nein, nicht dein Ernst jetzt. Die Beere kommt durch, die Gauwebeere, die wir gerade schon bei Delaxo gesehen haben. Oh oh. Kann Morbitest Donnerblitz erlernen? Nur mal so eine Frage jetzt so in den Raum gestellt. Oh oh. Das könnte jetzt noch böse enden. Oh, Morbitest setzt Psychokinese ein. Das reicht gegen Lusardin nie und nimmer aus. Und jawollo. Okay, noch eine. Noch ein Siedewasser. Wir müssen jetzt hoffen, dass Morbitest keinen Volltreffer bekommt. Wenn das kein Volltreffer ist, haben wir gewonnen. Wenn das ein Volltreffer wird, haben wir verloren. Das ist jetzt so der Gamble. Er schaut nicht nach einem Volltreffer aus und Siedewasser kommt durch und wir haben auch einen Kampf mit diesem Team gewonnen. Potrot hat auf jeden Fall Arbeit geleistet. Man hat es bei Voltolos gesehen, man hat es bei Durengard gesehen und mit dem richtigen Support, Huzasa, Parfines, vielleicht auch Kommandutan, kann es wirklich was reißen. Und das war Potrot in seiner ganzen Pracht. Ein sehr, sehr witziges Pokémon. Ich wollte es unbedingt im Testlabor ausprobieren. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es gibt aber von mir keine Empfehlung. Wie gesagt, einer von euch kann es gewinnen. Der kann es ja dann austesten. Oder sie kann es ja austesten. Aber man muss da wirklich aufpassen. Also das kann sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Aber mit der Prunusbeere und der Dufthülle von Parfines ist man eigentlich in der ersten Runde ziemlich gut geschützt, dass man Krafttrick eigentlich immer durchbekommt. Die Frage ist, wie man danach kämpft und wie man danach agiert. Gut, vielen Dank fürs Einschalten. Das war eine weitere Runde Testlabor. Mir hat sie super viel Spaß gemacht. Ihr werdet vielleicht gleich noch einen Kampf mit Lusardin sehen. Ich weiß nicht, ich mache das je nachdem, wie lange die Folge wird. Ansonsten findet ihr einen Kampfcode unten in der Videobeschreibung, wo ihr den Kampf mit Lusardin sehen könnt. Der wird dann irgendwie für 3, 4, 5 Tage online sein. Und da könnt ihr nochmal sehen, wie stark Lusardin in diesem Team sein kann. Gut, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.